Hey, sag mal, was machst du da? Millionen-Business, was soll ich machen? Chillen, warum? Du musst mal wieder ein YouTube-Video machen. Liegst die ganze Zeit nur rum. Naja, was soll ich machen? Bin müde, Mann. Was für YouTube? Bäh. Ja, hier, mach eine Mystery-Box auf. Warte. Okay, wir beruhigen uns. Ich will jetzt auch das Video. Ich will wissen, was da drin ist. Ich auch. Jo, Freunde, was geht ab? Neuer Tag, neues Video. Friends, ihr seht schon wieder, es gibt mal wieder eine Mystery Box. Sorry an der Stelle, dass jetzt öfter in letzter Zeit zu Mystery Boxen kommen, aber ich habe einfach Spaß, was auszupacken, euch ein bisschen in die Kamera zu halten. Man weiß nicht, was drin ist. Der Überraschungseffekt ist auf jeden Fall immer am Start. Und das Coole ist natürlich auch, die Sachen, die wir nicht brauchen, die verschenke ich an meine Community. Genau wie die ganzen anderen Sachen davor. Also, wenn ihr ein Teil davon sein wollt, dann abonniert doch einfach meinen YouTube-Channel. Wir schaffen bestimmt diesen Monat die 2000 Abonnenten. Okay, was könnte diesmal drin sein? Also auf jeden Fall, die Box ist kleiner als die von letzten Mal. Und schauen wir mal, also Zustand, die Artikel sind alle neu. Kann alles enthalten von A bis Z. Achtung, Markensachen, Spielzeug, Handyzubehör, AirPods. Okay, lassen wir mal so stehen. Ladekabel, PS4-Spiele und so weiter. Also, so groß ist die Box nicht. Gut, AirPods könnten reinpassen, aber als ob da jetzt AirPods drin sind. Komm, das schreiben die doch einfach nur in die Artikelbeschreibung, dass man denkt, was, da könnten AirPods drin sein. Kaufe ich, okay? Und jetzt könnt ihr mal bitte raten, schreibt es mir in die Kommentare, was hat diese Mystery Box gekostet? Wir werden jetzt erstmal alles auspacken und am Schluss sage ich euch, was die gekostet hat und wir schauen mal, ob der Wert so übereinstimmt, okay? Ich bin sehr gespannt, wie viele Artikel drin sind. Keine Ahnung, stand nicht dabei. Genug geredet, ihr abonniert diesen Channel. Schreibt einfach 10 Millionen Kommentare. Ich habe hier wieder mein Buttermesser von letzten Mal. So. Los geht's, liebe Friends. Du darfst jetzt wieder hier nicht so nah rankommen. Ich werde die Artikel einzeln aus der Box rausholen. Bruh. Was ist das? Okay, ich sehe schon komische Artikel. Okay, wir packen. Okay, Achtung. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen an. Achtung. Trommelwirbel. Wir haben hier. Ey, was haben die dauernd mit den Handyhüllen? Für iPhone 6 eine blaue Handyhülle. Können wir jetzt schon mal sagen, verschenken wir. Wir haben beide kein iPhone. Also, wenn einer von euch ein iPhone 6 hat, kann er gerne diese Handyhülle haben. Aber wir legen jetzt einfach mal die Sachen hier hin. Nächstes. Okay. Für irgendein Nokia so eine Schutzfolie. Hey, warum machen die das? Ich will doch mal was ganz anderes haben. Für ein Nokia Lumia 520, 525, wer das von euch hat, kann auch gerne sich bei mir melden über Instagram und schreibt hier einen Kommentar. Unter diesem Video legen wir auch mal dahin. Und dasselbe, also jetzt haben wir nochmal eine Schutzfolie für Samsung Galaxy S4 Mini. Wer von euch hat ein S4 Mini, der kann bei mir hier eine Schutzfolie abholen. So eine Display-Schutzfolie. Legen wir auch mal dahin. Gut, jetzt kommen wir mal zu anderen Sachen. Ich habe doch... Eben habe ich gedacht, da wäre ein Tablet drin. Ich mache das mal auf. Das ist auf jeden Fall für Samsung. Aber das ist nur ein Dummy. Guck mal. So, als ob da so ein Tablet drin ist. Ach nee. Hey, Hauptsache mal in die Artikelbeschreibung AirPods und Markensachen und so hinschreiben. Okay, wer von euch hat ein Samsung Galaxy Tab 4 7.0? Kann sich gerne bei mir melden. Was haben wir noch am Start? Ein Hammer. Ja, es ist irgendwie nichts Krasses. Schade, man weiß halt nie, was drin ist. Ein SCART-Kabel. Wer zur Hölle benutzt noch ein SCART-Kabel? Für was braucht man das überhaupt? Okay. Friends, wir kommen schon zum letzten Artikel. Das ist auch der beste Artikel. Ja. Eine Taschenlampe. Zwei Farbenlampe. Mit 6 Hochleistungs-LEDs. Doch keine AirPods. Keine AirPods. Was war noch? Keine PlayStation 4 Spiele. Die benutzen das doch einfach nur,
um die Leute zum Kauf zu animieren. So, jetzt machen wir. Oh Mann. Die Rückseite ist schon so vergilbt oder so. Jetzt holen wir mal ganz. Ja gut, die Taschenlampe wird eh nicht gehen, da brauchen wir ja eh erst Batterien. Wenn ich Batterien habe, werde ich das euch gleich zeigen. Ansonsten, die Taschenlampe sieht so aus. Okay, Freunde, ich habe jetzt mal die Taschenlampe ausgepackt. Da waren noch alte Batterien drin, keine Ahnung. Normalerweise, wenn man eine neue Taschenlampe kauft, sind doch dann nie Batterien drin. Und das Krasse ist, die Batterien waren haltbar bis 2010. Das heißt, die Lampe hier ist bestimmt mindestens 10, 12 Jahre alt. Und ja, ich habe aber jetzt frische Batterien reingemacht und die ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt hier mal den Rollladen runtergemacht. Ich mache mal das Licht jetzt hier aus. Und wie gesagt, die hat zwei Farben, die ganz normale LED-Farbe und so grün. Jetzt schauen wir mal. Das ist hier so ganz normal. Ich weiß jetzt nicht, wie das über die Kamera rüberkommt. Das ist eigentlich ganz chillig. Und jetzt machen wir hier mal das Grüne. FBI, open the door! Ja, das ist irgendwie geil. Filmen wir mal so rüber. Hier an das Fenster. Ja, das ist nicht schlecht so, das Grüne. Okay, nochmal kurze Zusammenfassung. Also ihr könnt haben ein SCART-Kabel, eine Hülle für das Samsung Galaxy Tab 4, diese LED-Taschenlampe, eine iPhone 6 Hülle in Blau. Hier haben wir nochmal zwei Displayfolien, einmal für das Galaxy S4 Mini und einmal für ein Nokia Lumia 520-525. Guck mal, wie die Nokia geschrieben haben mit 2K. Aus welchem Land kommt es? Ja, okay. Schreibt einfach in die Kommentare, wer davon was haben möchte. Ansonsten werden die Sachen entsorgt. Und Friends, wenn ich eine weitere... Achso, wir müssen jetzt erstmal auflösen, was die gekostet hat. Also, die Box hätte normalerweise 15 Euro gekostet auf eBay. Aber ich habe Preisvorschlag 9 Euro gemacht und der Verkäufer hat die 9 Euro akzeptiert. Ja, ich weiß auch warum, aber egal. Wenn dieses Video 80 Daumen nach oben kriegt, dann werde ich auf jeden Fall eine Mystery Box für 50 Euro mal holen, oder? Ja. Und da sind auf jeden Fall bestimmt bessere Sachen dabei. Ja, okay. Was will man mit 9 Euro Box erwarten? Aber scheiß drauf, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit dem Video. Ansonsten 80 Daumen nach oben auf dieses Video und ich bestelle eine Mystery Box für, sagen wir mal, mindestens 50 Euro. Kann auch 100 Euro sein. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. FBI, open up!